Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Klein Marketing Consulting. Und in diesem Video soll es darum gehen, warum laut Napoleon Hill 98% aller Vorhaben, also aller Zielsetzungen des Menschen grundsätzlich nicht in Erfüllung gehen. Also letztendlich nur 2% aller Ziele, die du dir jeweils im Durchschnitt, also statistisch gesehen, setzt im Leben, nur 2% aller Ziele erreichst du auch tatsächlich. Das ist natürlich statistisch gesehen durchschnittlich, also da sind wahrscheinlich eine ganze Menge dabei, Menschen dabei, die grundsätzlich nie ihre Ziele erreichen. Und natürlich dann einige Menschen, die wesentlich mehr Prozent ihrer Ziele erreichen, aber das ist schon eine wahnsinnige Zahl. Und ich möchte jetzt mal Bezug nehmen auf viele meiner Kunden und auch Coaches und auch letztendlich Digitalexperten, Entwickler, die Berater, die bei mir in den letzten Jahren angefragt haben für eine Zusammenarbeit und die davor natürlich einige Schwierigkeiten hatten, denn sonst hätten sie bei mir keine Zusammenarbeit angefragt. Und letztendlich ergeben sich hier gewisse Muster und ich möchte hier in diesem Video einfach mal ein paar Erfahrungen weitergeben und auch auf einer ganz anderen Perspektive jetzt mal starten, als wie immer nur um Neukundengewinnung sprechen, Positionierung und Skalierung und dergleichen Themen oder irgendwelche technischen Tool-Themen und so weiter. Das sind auch gar nicht so wirklich meine Stärken. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, sehr stark eben Leute auch zu finden und einzustellen, die mich da einfach so krass unterstützen, dass ich am Ende des Tages überhaupt nichts mehr mit diesen ganzen Tools zu tun haben muss. Ja, inklusive CRM und so weiter. Es gibt Leute, die sind viel, viel verliebter in diese ganzen Tools und Systeme und so weiter. Und da sind wir schon gleich beim Thema, letztendlich dich auf deine Stärken zu fokussieren und zu konzentrieren und dich nicht mit 100.000 Aufgaben ständig zu befassen, die im Grunde gar nicht deine Stärken sind. Dann in der Regel auch nicht die Dinge sind, die du wirklich gerne machst. Und von daher letztendlich permanent, also letztendlich vielleicht sogar 80% der Zeit, ist auch so ein Durchschnittswerk, 80-20-Regel Pareto, bei manchen ist es wesentlich mehr, bei manchen wesentlich weniger, aber sagen wir mal so 80% der Zeit, ich glaube auch Napoleon Hill hat das, glaube ich, mal gesagt, das ist ein gutes Buch von ihm, und dich mit Dingen beschäftigst, die dich eigentlich gar nicht wirklich erfüllen, ja, die du eigentlich delegieren könntest. Und das ist letztendlich der ganz springende Punkt bei vielen von denen, wie eben gerade erwähnten, angefragten Leuten, die eben noch nicht so weit sind, dass sie eben das Cashflow haben, dass sie sich eben Leute leisten können, wo sie dann eben genau die Tätigkeiten abdelegieren, die sie selber eigentlich gar nicht mehr möchten. Und ich glaube, das ist mit Abstand der größte Punkt überhaupt, die größte Hürde und die größte Schwierigkeit, denn wenn du mal auf einem Niveau bist, wo du genug Cashflow hast, dass du eben die Dinge abdelegieren kannst zu Leuten, die Dinge, die du selber nicht machen möchtest, zu anderen Leuten, die es besser können, und dann bist du letztendlich, hast du auch wieder genug Freiraum. Also es gibt ja auch vom Rockefeller so einen Satz, ne, wer den ganzen Tag arbeitet, wer 8 Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit zum Geld verdienen. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Satz, den hat er, glaube ich, vor, ich weiß nicht, 180 Jahren oder irgendwann mal gesagt. Und in dem steckt auch sehr, sehr viel Wahrheit. Denn wenn du ständig in irgendwelchen Geschäft drin bist, das du ja machen musst, und ich proaktiv rate ja auch Kunden, die nicht auf diesem Cashflow sind, auf dieser Cashflow-Höhe. Ja, wo waren wir, lieben, stehen geblieben? Rockefeller hatte mal so einen coolen Spruch, ne? Wer 8 Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit zum Geld verdienen. Ja, und da steckt schon eine ganze Menge Wahrheit auch mit drin. Ich möchte jetzt einfach mal kurz nochmal eine Metaebene wieder mal ansprechen und zwar auch mal ein bisschen ein Stück weit mich nochmal distanzieren. Also man gibt dem Zoom in, Zoom out. Ja, also wenn du quasi sagen wir, auf einem gewissen Niveau bist, wo du stuck bist. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine ganze Menge Kunden hast und die haben Probleme und du bist gerade irgendwie stuck. Ja, also auf Englisch gesagt, auf Deutsch gesagt, du kommst nicht weiter, die Probleme deiner Kunden zu lösen. Ja, dann ist es häufig gut, wenn du das Prinzip Zoom in, Zoom out, also letztendlich, du bist ja sehr stark drin reingezoomt, um dann ins Detail deiner Kunden, dass du dich mal wieder Zoom out machst, ja, um eventuell eine andere Perspektive zu gewinnen und letztendlich vielleicht übergeordnete Muster erkennst, die vielleicht den Ursprung, also nicht die Symptome zu bekämpfen, sondern den Ursprung
der Probleme deiner Kunden, ja, und damit eben auch letztendlich die ja, generell die Probleme. Ich sehe gerade, meine Kamera wackelt so ein bisschen und ich frage mich gerade, warum. Die justiert sich immer irgendwie von selber darum irgendwas. Okay, naja, gut, egal. Ist mir schon runtergefallen. Hoffentlich macht es die Kamera noch eine Weile. Alles klar. Also, und deswegen möchte ich also hier mal in diesem Gespräch, in diesem Video, sorry. Also, in diesem Video ganz knallhart einfach mal sagen, okay, 98% ja, aller Ziele, die du dir vornimmst, im Durchschnitt von der Gesamtbevölkerung, ja, erschaffen, also kriegen die Ziele nicht. Also letztendlich, ich habe mir dann einfach wirklich mal jetzt ein paar Stunden an mich hingesetzt und mir gedacht, okay, was sind letztendlich die drei Bereiche? Also ich habe also wirklich ganz viele Bereiche runtergeschrieben, okay, Pain Points, die ganzen Sales Calls, die wir haben, alles drum und dran. Und letztendlich am Ende des Tages habe ich mich dann dazu entschieden, mich auf drei Bereiche sozusagen zu fokussieren. Und das eine ist letztendlich Help. Das zweite ist Wealth, ja, also das Ganze habe ich auf Englisch gemacht, Health, Wealth und Relationships. Also bleib bei mir, jetzt möchtest du dir sagen, okay, ja, aber Thomas, deine Zielgruppe ist doch IT-Security, IT, okay, Softwareentwickler, Digitalexperten und so weiter. Okay. Bear with me a minute. Sorry, ich habe heute den ganzen Tag wieder Englisch gesprochen. Ich bin gerade etwas durch den Fokus, was jetzt die deutsche Sprache betrifft, irgendwie. Ja, okay, heute am Karfreitag. Es sei mir verziehen. Und dann hat noch die Kamera ist mir runtergefallen und dann habe ich jetzt Batterie war noch am Ende und so weiter. Egal, okay. Also. Nochmal ganz kurz. Es sind letztendlich drei Bereiche und ich habe jetzt wirklich auch, gestern war ich wieder 8 Stunden im Zug mit Verspätung, habe mir da wirklich da meditiert und konzentriert, wirklich mal mir wirklich Gedanken gemacht, okay, was sind denn die eigentlichen Bereiche, die Probleme, die wir bei unseren Kunden und auch die Kunden meiner Kunden lösen. Ja? Und letztendlich geht es durch bis zu den Kundeskunden, bis zum Endkonsumenten, also der komplette Wertschöpfungszyklus eigentlich letztendlich, was sind denn die drei Bereiche eines jeglichen Menschen, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Herkunft, egal welcher Sprache, egal welchem Kulturkreis, letztendlich geht es immer um diese drei Bereiche. Ja? Und letztendlich kennst du ja wahrscheinlich auch die Maslows Pyramide. Ja? Die Maslows Pyramide, das ist ja quasi so eine Pyramide. Ja, Maslow würde ich mal an deiner Stelle, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ist auch Teil meiner, das allererste Akademie-Video, das ich 2017, glaube ich, gemacht habe, ist da auch mit drin. Die Maslow-Pyramide ist letztendlich, ja, hier ganz unten hast du die Leute, die Grundbedürfnisse der Leute, wenn die mal gedeckt sind, das ist quasi Essen, ja, Futter, ein Dach über dem Kopf, ja, und ja, vielleicht Beziehungsbefriedigung auf dem generellen, also einsam kann ja auch krank und also tödlich sein. Ja, das hat man ja jetzt auch in der Pandemie gemerkt. Also Leute sind ja auch wahnsinnig geworden, wenn man sie eingesperrt hat zu lange. Also letztendlich Beziehungen, Grundbeziehungen, da haben wir das ja schon, ne? Relationships. Und einfach ein Dach über dem Kopf und Essen, also so Grundbedürfnisse, Schlafen, Essen und letztendlich Gesundheit auch. Ne? Also ist ja auch hier schon wieder drin, Grundversorgung, ja, was letztendlich auch da noch dazu gehört. Und dann gibt es eben so weitere Stufen und hier ganz oben, ja, das sind dann so die Billionäre, die Superreichen, die haben eigentlich sonst keine Probleme mehr und die gehen dann so in die Richtung meistens Esoterik, ja, irgendwas so, irgendwie so Erleuchtung und was weiß ich alles, ja. Weil die haben ja sonst keine Probleme mehr in der Regel, dann machen sie sich halt wieder neue Probleme, indem sie dann eben sowas, also Erfüllung und so weiter. Und letztendlich muss ich aber auch dazu sagen, besonders in Deutschland gibt es auch eine sehr große esoterische Community, gab es schon immer, die haben sich schon immer gerne mit sowas auch beschäftigt, auch schon wesentlich weiter unten. Ja? Also teilweise so Hartz-IV-Empfänger, die sich irgendwie komplett auf Esoterik oder Arbeitslose, ich hatte mal eine Freundin, die war auch immer, hat mir dann so einen Stein geschenkt und der war ganz besonders wichtig und naja. Mit der war ich aber nicht sehr lange zusammen, weil das war echt anstrengend. Okay, jetzt sind wir zurück zum Thema diese drei Themen. Und das ist letztendlich super wichtig zu verstehen, dass
wenn wir hier in meinem YouTube-Kanal habe ich 1400 Videos hochgeladen, auf dem, wo du das Video hier siehst, und letztendlich mindestens 1350 Videos davon, geht es letztendlich um Neukundengewinnung, Kaltakquise, Telefonakquise, wie kommst du an neue Kunden ran, wie startest du überhaupt mal in die Selbstständigkeit, beziehungsweise das geht ja einher mit Neukundengewinnung. Ja, wenn du keine Kunden hast, hast du de facto keine Selbstständigkeit. Ja? Also das ist ja letztendlich gleichzusetzen mit Kundengewinnung, ist gleichzusetzen mit Selbstständigkeit. Ja? Oder selbstständig machen, werden, sein. Ja? Und darum geht es in diesen ganzen Videos. Aber dann macht man sich, okay, ja, dann ist es häufig, das nächstgrößte Problem ist Positionierung. Ja? Dann das nächste, mein Angebot. Ja, ist es jetzt ein Angebot, ein Workshop für 2 Tage? Oder ist es ein 6-Wochen-Ding oder ein 8-Wochen-Ding? 3 Monate, 6 Monate, 12 Jahre, 12 Monate oder was auch immer. Ja, also wie lange soll ich denn die Timeframes ansetzen bezüglich meines Angebots? Ja? Sind es so kurze, viele kurze Dinge, mittlere Dinge, langfristige Dinge oder eine Kombination daraus? Also letztendlich das ganze Thema Neukundengewinnung gleichzusetzen mit Positionierung und dann zu sagen, okay, wie sieht denn überhaupt mein Avatar aus? Wer ist denn mein potenzieller Kunde? Denn nur wenn diese Dinge gematcht sind, ja, dann habe ich überhaupt eine Chance, ja, in meiner Selbstständigkeit erfolgreich zu werden und so weiter. Und dann habe ich mich nach einer sehr kurzen Zeit auch spezialisiert auf die IT-Branche. Ja? Und dann wiederum innerhalb der IT-Branche wieder auf verschiedene Segmente. Aber wenn man jetzt das, sagen wir mal, grundsätzlich diese Grundgesetze hier mal anschaut, okay, was ist denn jetzt endlich, es geht letztendlich darum, ja, dass du hier Probleme und Lösungen, ja, deine Kunden, das sind die mit den Problemen, ja, und wenn du es schaffst, diese Probleme zu lösen, ja, dann hast du, also das hier sind potenzielle Kunden, ja, und das sind hier Kunden, die bezahlen, ja. Und das, darum geht es letztendlich. Und jetzt musst du halt verstehen, und das ist ganz, ganz entscheidend, die Probleme der Kunden, die du löst, ja, in der IT, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, mit dem sich wirklich jeder identifizieren kann. Also du hast zum Beispiel ein Unternehmen, ist ein bisschen größer, da gibt es unterschiedliche Entscheidergruppen und so weiter, und die haben halt das Problem, dass sie eine gewisse Software halt bauen wollen, ja, und da geht es nicht voran, aber es ist auch kein richtiges Budget da und dies und das, 10.000 Probleme. Und egal wirklich, was es ist letztendlich immer auf diese drei, ich habe mir da wirklich mal jetzt den Kopf drüber zerbrochen, diese drei Dinge so runterzubrechen. Jetzt mal ein konkretes Beispiel. Es geht letztendlich darum, dass man hier gewisse Probleme hat, die möchte man lösen mit einer Softwarelösung, ja. Also die Softwarelösung wird aber schon seit Ewigkeiten vorangeschoben und das Budget ist mal da, mal nicht da, mal weniger, mal mehr. Man ist sich hier uneinig, man kommt einfach nicht voran. Unterm Strich, man prokrastiniert. Okay? Also, jetzt haben wir schon mal festgestellt, unser potenzieller Kunde ist noch nicht unser Kunde geworden. Warum? Man prokrastiniert. Wann prokrastiniert man? Grundsätzlich so, unser Gehirn, ja, das soll unser Gehirn sein, ja. Unser Gehirn prokrastiniert, ja, ich weiß nicht, wie man schreibt das Wort, egal, ja, prokrastiniert grundsätzlich, weil es Schmerz, unser Gehirn ist so programmiert über die Jahrtausende, dass es Schmerz vermeiden möchte, ja, also es vermeidet Schmerz, also muss man herausfinden, was dieser Schmerz ist, ja, dieser ganz konkrete Schmerz, warum die prokrastinieren, ja, das kann natürlich zum Beispiel sein, dass die ihre vorhandenen Systeme, das ist dann häufig zum Beispiel geschriebener Code, immer mal wieder so rangestückelt oder sowas, ne? So ein sogenannter Fleckenteppich, dass der so verwegen und verwurschtelt ist, dass kein Mensch mehr, ich würde schon was sagen, kein Schwein mehr durchblickt und dass so ein Riesenschmerz ist, dass letztendlich sämtliche Entscheider prokrastinieren, weil deren Gehirne so programmiert sind, dass sie eben diesen Wahnsinnsschmerz, also wirklich alles vorschieben, nur nicht diesen Müll mal zu beseitigen. Und da sind wir eben bei dem Thema drinnen, ja, dass letztendlich das in diese Dinge hereingeht. Jetzt sagst du, okay, was hat das damit zu tun? Es hat zum Beispiel was mit Health zu tun. Ja.
Es können da, also in den Problemen, die sie da haben, beruflich, ne, also hier geht es um Software, Systeme und so weiter, das kann unter Umständen bei manchen Entscheidern, und das werden die vielleicht so direkt nicht sagen erst im ersten oder zweiten Gespräch, kann es so sein, dass es deren Gesundheit beeinträchtigt. Ja? Jedes Mal, und ich kann das wirklich garantieren, jedes Mal, wenn der ein oder andere entscheidet und über sein Systemproblem denkt, kriegt er Kopfschmerzen. Da kann er zum Beispiel nachts nicht schlafen. Also mal ganz ehrlich zu dir selber, wann hattest du schon mal ein Problem, was dich nachts nicht hat schlafen lassen und aufgrund dessen hast du dein Gehirn oder du entschieden, das zu prokrastinieren. Einfach nur, um es zu verdrängen, damit du wenigstens wieder vernünftig schlafen kannst. Anstatt, dass du das Problem einmal direkt angehst, durch den Schmerz durchgehst, das Problem löst und danach kommt wahrscheinlich wieder das nächste Problem, ist schon klar. Ja, so ist es halt in meinem Leben. Aber dann kannst du zumindest wieder eine Zeit lang wieder super schlafen. Ja? Aber was machen die meisten? Die weichen aus. Und dieses Ausweichen ist dieses Prokrastinieren. Und das wiederum ist dann letztendlich der Grund, warum die nie zum Zuge kommen. Also warum die Budgets angeblich dann nicht vorhanden sind oder noch nicht genug vorhanden oder was auch immer. Und das ist wiederum verzögert diesen gesamten Sales-Zyklus. Und warum das in B2B, wo du mit großen Firmen mehrere Entscheider hast, so schwierig ist, weil du die halt immer selten an allen einen Tisch hast. Ja? Du hast dann immer nur ein oder zwei und dann fehlen nochmal zwei und dann labern die wieder irgendwas intern, dann feedbacken die dir wieder. Du hast ja quasi, haben die eigentlich schon gekauft im Call? Man müsste eigentlich sofort den Abschluss machen, aber dann ist nochmal intern nochmal Rücksprache mit XY Müller Meier oder was weiß ich. Ja? Und das ist ja das, warum es das so kompliziert macht. Das ist letztendlich auch die Königsdisziplin des B2B-Vertriebs. Ja? Alles, was darunter ist, wo du quasi nur ein, maximal zwei Entscheider hast und generell nie noch weitere Entscheider, die sozusagen nicht in deiner direkten Ansprachenfrequenz drin sind, ja, in deinem Umkreis. Das bedeutet, du hast immer den Entscheider, den alleinigen Entscheider direkt im Call drin. Da kannst du natürlich auch den immer sofort auch abschließen. Also dann ist ja natürlich auch generell das Sales viel, viel einfacher. Es ist halt nur einfach de facto nicht umsetzbar oder nicht möglich, wenn es halt diese größeren, deswegen schrecken ja auch viele von diesem großen B2B-Ding halt auch ab. Ja, also man kann natürlich da auch vieles machen, aber es ist ja völlig klar, dass das natürlich auch schwieriger ist. Aber um es zu verstehen letztendlich, hier nochmal zusammenzufassen, dass letztendlich die Menschen, egal wie viele Entscheider das sind, egal welche Entscheider das sind, immer alle gleich ticken, genauso wie wenn du jemanden quasi für 5.000 Euro direkt irgendwie ein Flachbild Fernseher verkaufst oder sowas, ne? Also sowas wie hier zum Beispiel. Und das heißt, wenn es du schaffen solltest, ja, und da in diesen Step gehen dann die wenigsten, besonders in diesem B2B-Vertrieb, dass du eventuell mal rauskitzelst und vielleicht sogar mal direkt ansprichst in diesen Sales Calls, wie sieht es denn aus? Lässt sie das nachts nicht schlafen? Zum Beispiel mal direkt eine konkrete Frage, sozusagen der Schmerz hinter dem Schmerz. Ja? Und das ist letztendlich, wo du dann auch diese Entscheider in diesem B2B-Vertriebs auch komplett abholen kannst. Weil dann sagt der, wow, dieser Sales-Typ, dieser Softwareentwickler, dieser IT-Experte, ja, der hat mich wirklich verstanden. Ja? Der versteht, dass wir hier ein Problem haben, wo ich nachts nicht mehr schlafen kann. Und das ist tatsächlich so. Und dann fühlst du dich halt quasi, wow, der versteht mich, okay? Und dann bist du dem eigentlichen Abschluss schon wieder wesentlich ein Stück weiter. Und dann sagst du natürlich, kannst du dich darauf aufbauen und sagen, okay, was wäre es ihnen jetzt wert, dass sie nachts wieder schlafen können, ja? Und was wäre es denn ihrem Vorgesetzten wert, dass er nachts wieder schlafen kann, ja? Also generell das mal versuchen und dann mal schauen, was du dabei für Resultate rausbringst. In der Regel hast du da immer ein sehr, sehr positives Feedback. Weil letztendlich die allermeisten immer nur auf dieser lösungstechnischen Ebene da verkaufen und zu sagen, okay, ja, wir können hier diese Software, dann habt ihr dieses Problem nicht mehr, dann habt ihr Programmiercode bereinigt und dann könnt ihr wieder schneller arbeiten, dann spart ihr euch Zeit ein, dann spart ihr euch Geld ein, dann machst du das Excel-Sheet auf und dann machst du eine Return-on-Invest-Kalkulation etc. etc. Ja? Und häufig sind es aber hier, sagen wir mal,
letztendlich ja, noch Probleme, die dahinter stehen und die letztendlich dann das Ganze wieder zum B2C machen. Ja, verstehst du, was ich damit sagen will? Also letztendlich ist es so, dass du auf diesem hohen B2B, auf dieser hohen B2B-Ebene ja häufig ja, einfach dich auch verläufst in diesen ganzen, ja, in dieser ganzen Geschäftswelt. Aber du am Ende des Tages auch immer nur Menschen von Menschen kaufen, ganz besonders sogar im High-End-Segment, wo viele 10.000 Euro und dann sind wir mit diesen Gedanken und mit dieser Branche dann auch immer auch dann zeigst, dass du ein Stück weit auch menschlich noch bist. Ja? Und auch letztendlich dein Gegenüber halt verstehst auch und so weiter. Ne? Also das ist sich diese menschliche Komponente da reinzubringen, ganz besonders wenn es um diese höheren Deals gibt, ist manchmal, wenn man es mit Fingerspitzengefühl macht und so ein bisschen peu à peu, ja, natürlich nicht sofort am Anfang oder so, dann auch nochmal so ein gutes Plus. Ja? Je nachdem, wie das Sympathielevel eben ist. Ja? Bei manchen kann man es eben mehr anwenden, bei manchen eben weniger. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Dann im zweiten Teil nehme ich dich gleich nochmal mit. Da soll es ja nochmal geht um das Irresistible Offer. Ja, auf Deutsch das, wie sagt man jetzt Irresistible Offer auf Deutsch? Das unwiderstehliche Angebot, ja, worauf das eigentlich basiert, dieses Prinzip. Und da nehme ich euch dann gleich noch mit im zweiten Teil des Videos. Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil, wenn es darum geht, ja, warum nur 2% aller Selbstständigen da draußen ihre langfristigen Ziele erreichen letztendlich. Ja, das ist letztendlich auch die gleiche Rechnung. Das gibt es auch so eine Rechnung, Hochrechnung, dass nur 2% aller Selbstständigen es schaffen, 3 bis 5 Jahre zu überleben, ja, in ihrer Selbstständigkeit, zumindest mit ihrer ersten Selbstständigkeit oder erstes Business, wenn sie auch insbesondere nicht viel Hilfe von außen haben. Es ist also statistisch erwiesen, dass die Selbstständigen, die sich von außen von Anfang an Hilfe holen, ja, also sich schon in ihrer Angestelltenverhältnis oder einfach sich irgendwo ein bisschen finanzielles Polster aneignen, um sich dann auch letztendlich hier von ersten Minute an entsprechendes Coaching mit reinzuholen, beziehungsweise Consulting, es die schneller schaffen, zum einen, und zum zweiten letztendlich auch die Prozentzahl derjenigen, die sie eben Hilfe holen, sich ausweitet, ne, auf mindestens 10%. Ne? Also letztendlich ist es auch diejenigen, die es versuchen, alles alleine zu machen, das ist, reduziert sich dann auf 2%. Gibt es eine Studie darüber, verlinke ich euch dann auch nochmal später. Auf jeden Fall ist es auch nach Napoleon Hill, ist es auch diese 2%-Regel, ist natürlich sehr generalisiert und pauschalisiert, ist schon klar. Ja, und letztendlich ist jeder Markt auch nicht gleich. Ne? Also in Osteuropa vielleicht anders wie in Westeuropa oder in Amerika oder in Asien und so weiter, ne? Ist schon klar. Aber generell ist es ein Pi mal Daumen-Ding. Und einen zweiten Satz, den ich hier nochmal wiederholen möchte, ist nach Rockefeller, der sagte schon vor, ich glaube, 80 Jahren oder so, sagte der schon, wer 8 Stunden am Tag, ich glaube, also 12 Stunden am Tag, damals waren die normalen Arbeitszeiten, waren, glaube ich, 12 bis 14 Stunden am Tag. Wer 14 Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Und da ist auch ein Stückchen Wahrheit mit dabei. Und im Zuge dessen haben wir jetzt im ersten Teil des Videos ja mal uns angeschaut, was sind denn eigentlich die drei Dinge, die hinter die drei Schmerzen oder die drei Dinge, die drei Motivationen, die hinter jeder Motivation davor letztendlich sind. Ja? Also letztendlich geht es immer entweder um Health, also deine Gesundheit, irgendwas, was mit Gesundheit zu tun hat. Ja? Wealth, also letztendlich finanzielle Geschichten. Ja? Oder Relationships. Ja? Das dritte sind Beziehungen. Das heißt, auch ich will mal auch sagen, ich will mal mit Abstand sagen, das sind die drei wichtigsten Faktoren, ja, woran letztendlich jeder Erfolg oder Misserfolg letztendlich gebunden ist, mehr oder weniger. Und das gilt auch für alle Probleme, die deine potenziellen Kunden oder Zielgruppen oder Avatare haben, ja. Und wenn man das erstmal verstanden hat, ja, dann lässt sich eben daraus dann letztendlich auch, ja, Profit-Market-Match dann auch entwickeln, ja. Das heißt letztendlich, dass du dir deine Zielgruppe, ja, definierst, also deine Positionierung und deine Zielgruppe darauf abstimmst und dann
letztendlich als Resultat daraus dein sogenanntes Irresistible Offer, ja, damit ich übernehme jetzt hier einfach mal den englischen Begriff, ja, weil er so cool ist, also unwiderstehliches Angebot, ja, dann daraus generierst. Und jetzt möchte ich einfach nochmal ganz kurz zur Definition des unwiderstehlichen Angebots kommen. Ja, was ist denn jetzt letztendlich ein unwiderstehliches Angebot? Weil viele haben den Begriff schon gehört, besonders in der Marketing- und digitalen Expertenszene, und sind sich aber auf sich selbst bezogen und nicht ganz, so ganz im Klaren, was könnte denn jetzt mein Irresistible Offer sein? Ja, wenn ich das hätte, dann würden es mir quasi meine potenziellen Kunden alle aus der Hand reißen und dann hätte ich auch das Problem der Neukundengewinnung nicht. Und dazu möchte ich jetzt hier einfach mal kurz was sagen. Irresistible Offer ist in meinem Verständnis und auch im Verständnis von vielen Experten da draußen und Marketing-Gurus, ist letztendlich etwas zu haben, was ein Produkt, eine Dienstleistung, was die Lösung ist, also das Endresultat, und das ist einfach noch ein viel besseres Wort, also letztendlich das Resultat, das Endresultat, das gewünschte Resultat, das dein Kunde haben möchte, welches ihm letztendlich, wenn er das hat, gefühlt oder faktisch, mindestens 4 bis 5 Mal oder vielleicht noch viel mehr, aber mindestens 4 bis 5 Mal den Wert hat, als wir den Preis in Euro, Dollar oder Yen, den du dafür verlangst. Okay, also es ist eine etwas lange Definition. Also nochmal, letztendlich ist das Endergebnis, das Irresistible Offer ist deine Produkt- oder Dienstleistung, welches das Endergebnis ist, ja, des Lösungswegs, des Problems, das dein Kunde aktuell hat, welches ihm mindestens 4 bis 5 Mal Mehrwert ist, gefühlt oder faktisch. Bedeutet, wenn du jemand eine Louis Vuitton-Tasche kaufst, also zum Beispiel eine Frau, ja, also die haben es ja mit Handtaschen, also letztens erst wieder mit ein paar Mädels gesprochen, ein paar Studentinnen, ja, da ging es die ganze Zeit um irgendwelche Handtaschen, die irgendwie 1000 Euro kosten und so weiter. Was möchten, warum kaufen sie sich, warum es gefühlt wäre, wenn sie 1000 Euro hätte, würde sie sofort diese Handtasche kaufen, ja. Spaßeshalber hieß es dann, ja, Thomas, kannst du mir nicht diese Handtasche kaufen? Möchtest du nicht mein Lover werden sozusagen? Ja, nee, war es mir dann doch nicht wert. war nur ein Witz, aber warum ist jetzt für das Mädel die Handtasche 1000 Euro wert und für mich überhaupt gar nicht? Für mich kommt das gar nicht in Frage. Aufgrund von Liebe und Anerkennung, ja, Liebe und Anerkennung, ja, Hoffnung, Schönheit, ja, warum geht sie einmal die Woche irgendwo ins Solarium für und in die Nägel machen und so weiter und gibt irgendwie 300, 400, 500 Euro aus, obwohl sie eine Studentin ist, ja, also letztendlich das, was sie dann bekommt an hübsche Nägel und so weiter, ist dann Liebe, Anerkennung, die läuft die Straße runter und hübsche Jungs turnen den Head, also quasi schauen hinterher und so weiter und so weiter, Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, ja. Und diese Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit ist ja mindestens 4 bis 5 Mal gefühlt oder faktisch. In dem Fall ist es nur gefühlt, weil man kann es ja nicht nachrechnen. Man kann es nicht in Excel-Sheet aufmachen und nachrechnen. Ja? Das heißt, besonders die ganz interessanten Produkte und Dienstleistungen, die mit einer hohen Marge, die sind letztendlich immer auf gefühlte Endresultat, also Mehrwerte basieren die meistens, ja, und deswegen ist ja auch letztendlich alles emotionalisiert, also wirklich von McDonald's über Starbucks, über Coca-Cola und so weiter. Na, da geht es letztendlich immer um das Gefühl. Welches Gefühl hast du denn, wenn du in Starbucks gehst oder Coca-Cola hast oder abends dir irgendwie für 2,50 Euro so ein Magnum reinziehst, auch wenn du dir für 50 Cent eins hättest kaufen können, Eis. Gut, Magnum schmeckt auch ein bisschen besser, aber das Gefühl, weil du hast ja immer die Werbung dann im Kopf, ne? Die super heiße, geile Frau, ja, knackt da rein und so weiter. Ja, und dann assoziierst du es dann noch mit einem coolen Netflix-Film, ja, und dann noch vielleicht ein paar Chips und ein paar Popcorn und so weiter. Das heißt, nochmal, dein Irresistible Offer ist die Lösung, das Endergebnis, ich liebe das Wort Endergebnis, letztendlich die fertige Lösung ist das Endergebnis, ja, für das Problem, ja, das Resultat, was sich dein Kunde wünscht, also die Lösung für dein Problem, aber letztendlich das Endresultat, was nicht immer das Gleiche ist. Ja, da kann man dann auch nochmal sagen, okay,
Wenn ich jetzt ein Softwareentwickler bin, ich baue jetzt eine fette Software und das ist jetzt die Lösung. Die Software ist die Lösung, aber das Endergebnis, ja, das Endergebnis, um jetzt mal ein Beispiel aus dem Ding zu nehmen, ist, dass der Entscheider jetzt, sagen wir mal, anstelle von vier Leuten, die rund um die Uhr irgendwie arbeiten mussten, weil es irgendwie manuell noch war und nicht so richtig digitalisiert oder der Code-Salat da war oder das System ein bisschen zu Chaos oder irgendeine uralte Hardware noch mit rein. Es wurde alles bereinigt und jetzt hat er seine vier Mitarbeiter, die müssen keine die können freitags um 12 nach Hause gehen, alles super. Ja? Und das ist letztendlich das Endresultat. Also das ist das, was er sich in seinem Kopf vorstellt. Ja? Also so wie die Frau mit den Nägeln machen und Haare schön und so und Solarium. Sie stellt sich in ihrer Vorstellungskraft, ja, einer meiner Trainer, wie ich 17 Jahre alt war, Ninjutsu-Trainer, sagte immer, the most powerful thing we humans have is the power of imagination. Also die Fähigkeit des Menschen, die uns auch vom Tier unterscheidet, ist die Fähigkeit, uns was vorstellen zu können. Ja, also letztendlich, sie stellt sich vor, dass sie die Straße entlang läuft und kriegt Aufmerksamkeit. Der Entscheider in der Softwareentwicklung, ja, stellt sich vor, freitags kann er um 12 nach Hause gehen. Ja, und er hat lauter zufriedene Mitarbeiter, ja, die es lieben, bei ihm morgens reinzukommen und das neue System zu bedienen. Ja. Und das ist das Ergebnis. Und wenn du das fähig bist, sozusagen den ganzen Weg dorthin bis ans absolute Endergebnis und die Folge des Ergebnisses, also nicht die Lösung, die Software, und erklärst, okay, jetzt ist die Bedienung, die UX und die UI und das und dies und jenes, die ganzen Features und so weiter, sondern das Endergebnis, du kannst um 12 nach Hause gehen und so weiter. Wenn du dieses Bild, ja, projizierst im Kopf deines Kunden, beziehungsweise wenn das dein Kunde im Kopf seines Kunden schon ist und du das so wiedergeben kannst, dann identifiziert sich dein Kunde mit dir zu 100% nahezu, ja, gegebenenfalls, und sagt, okay, das ist der richtige Anbieter, der kann mir die richtige Software machen. Nicht, weil du genauso gut Code schreiben kannst wie Anbieter A, B, C, sondern weil du mich verstanden hast, lieber Softwareentwickler, Zulieferer, Dienstleister, Berater, du hast mich zu 100% verstanden, weil das, was du in deinem Kopf hast als Endergebnis in der Vorstellungskraft, ja, in der Fähigkeit, Dinge vorzustellen, mein besseres Leben, das hast du in deinem Kopf, genauso wie ich es in meinem Kopf habe. Das heißt, hier ist dann sozusagen der Product-Market-Fit gegeben. Ja, der Product-Market-Fit ist nämlich nicht auf der Ebene gegeben, wo du letztendlich, ja, Feature-Abgleich machst. Ja? Also du wünschst dir diese Features und ich kann dir diese Features liefern und so weiter. Das ist auch schon eine Ebene, wo man sich zusammenfindet. Aber die Ebene, die ich gerade beschrieben habe, ja, 12 Uhr nach Hause gehen, freundliche, zufriedene Mitarbeiter, ja, die keine Überstunden mehr machen müssen und so weiter, das ist die viel, viel fortgeschrittenere sozusagen Ebene, ja, auf der du letztendlich deine Kunden oder potenziellen Kunden in dem Fall noch emotional abholen kannst. Und wir haben ja ganz am Anfang des Videos gelernt und besprochen, dass überall da, wo du Produkte und Dienstleistungen es schaffst, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, ja, und emotional deinen Kunden noch abzuholen, wie das Magnum-Eis, ja, und andere Dinge, Coca-Cola, was weiß ich alles, ja, Whisky, wirst du auch entsprechend den größeren Erfolg haben, und dann spielen dann plötzlich auch die Preise nicht mehr ganz so viel große Rolle. Das heißt, du hast dann letztendlich auch in der Regel die Möglichkeit, nochmal höhere Preise oder zumindest gerechtere Preise abzurufen und dadurch Cash-Injektionen zu generieren, die dir dann wieder helfen, noch mehr Marketing zu machen und bessere Leute vielleicht sogar noch einzustellen. Und dann entsteht eben sozusagen ein gesunder Kreislauf der Skalierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Irresistible Offer, ja, ein bisschen erklärt in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte es da ein bisschen rüberbringen mit meinen Beispielen auch und so weiter. Wenn du dazu noch Fragen hast, don't hesitate and call me. Ja, und gerne auch einen Kommentar auf YouTube, wenn du das Video jetzt auf YouTube sehen solltest. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, Ostern 2024. Bis dahin, heute ist Karfreitag, deswegen alles klar. Dein Thomas Klein, ciao.